Willkommen zurück zu einer neuen Folge Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ich musste gerade ernsthaft überlegen, wie das Spiel heißt, also welches Zelda es gerade ist. Oh Mann. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, lass uns mal nach oben zum X gehen. So langsam. Hallo? Hä? Ey, komm schon. Also. Und das war jetzt ein bisschen fies, dass ich da immer dran vorbeigerutscht bin. So. Nee, dann nicht. Ach, da unten im Wasser. Da unten im Wasser. Okay, dann holen wir uns das doch mal. Und schwupp, da habe ich dich. Sehr schön. Mai Mai. Alle Mai Mais, die wir jetzt holen, muss ich später nicht mehr holen. Das ist doch schön. Ergibt ja auch Sinn, ne? Weil die habe ich ja schon. So. Hahaha. Ich kann natürlich aber auch so machen, dann seid ihr auch verwirrt. So. Da haben wir allerdings noch was, wo ich gerne mal rein möchte. So. Dass wir den richtigen Knopf finden, ne? Gut. Da-da-da-da-da-da-da-dam. Okay. Ah, okay, das ist einfach nur ein... Das ist einfach nur ein Treasure-Rätsel. Okay. Die Treasure-Rätsel interessieren uns ja relativ wenig. Seit dem Erdbeben sind hier ein paar merkwürdige Gestalten aufgetaucht. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber komme, was da wolle. Bis Seris zurückkehrt, werde ich diesen Friedhof verteidigen. Ja, mach das, Boris. Boris, der Totengräber. Ja, ist ja gut, ich speichere ja schon. Wie wär's mal mit einer Pause? Du. Oh. Putz. Oh, schade, ich habe gehofft, ich könnte ihn dadurch damagen. Ich habe gehofft, ich könnte ihm dadurch Damage verpassen. Moment mal, haben wir nicht einen Hammer? Wir haben einen Hammer, ne? Wir haben einen Hammer. Also ich habe auch einen zwischen... So. Und auf Y. Und auf Y. Und auf Y. Da haben wir nochmal einen Huni drin. Nice. Also geldtechnisch geht es uns gerade gut. Herzenstechnisch noch nicht so ganz. Aber das wird schon. Das wird schon. So. Haben wir hier noch ein Mai Mai? Nein, ne? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hm. Hier können wir leider noch nicht rein. Aber dich kann ich mir holen. So. Und den Baum ist auch nichts. Ach ja, der will ja, dass ich die ganzen Steine wegräume, aber das kann ich ja noch gar nicht machen. Ich hasse aufräumen. Oh, Besuch. Ach, du bist es nur. Der Bengel von der Schmiede, nicht wahr? Was machst du denn für ein ernstes Gesicht, du kleine Schlafmütze? Hast du beim Meister gekündigt und willst jetzt bei mir als Lehrling anfangen? Definitiv nicht, Rosso. Ich war gerade in den Bergen und habe Erz abgebaut. Da bebt auf einmal die Erde. Und als ich zurückkam, sah es hier so aus, als alles voll mit Steinen und Felsen.
Hast du dich draußen mal umgesehen? Ich werde Wochen brauchen, um das alles aufzuräumen. Naja, so ein Fels hochzuheben und auf den Boden zu zerschmettern ist ja auch ganz befreiend. Wenn das nur alles Erz wäre. Was ist? Willst du auch mal probieren? Das ist schon ein gutes Gefühl. Schaffst du es nicht? Bist nicht der Stärkste, was? Hier, versuch's mal damit. Damit hat schon mein Großvater Felsen gestemmt. Hehe. Nice, der Krafthandschuh. Damit dürfte selbst ein Hänfling wie du die Kraft haben, Felsen hochzuheben. Vielleicht willst du ja auch aus lauter Dankbarkeit die Felsen um mein Haus wegräumen? Hahaha, nur ein Witz. Obwohl ich dir natürlich nicht abhalten werde, wenn du es unbedingt tun willst. Dann mache ich mich wohl wieder ans Aufräumen. Grüße den Meister von mir. So. Und jetzt räumen wir mal vor Rossos Haus auf. So. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Ja. Einmal vor Rossos Haus alle Steine wegräumen. Das ist ja alles immer noch Tutorial tatsächlich, ne? Okay. Da, 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 da. Dann haben wir da noch einen. Und die da noch. Haben wir alle? Nein, die da hinten. Oh. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass du das für mich tun würdest. Das war wirklich nur als Witz gemeint. Ich muss mich irgendwie bei dir revanchieren. Komm rein. Hohoho, kriegen wir jetzt unseren Hammer gebuttert? Nein, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hahaha, los, nimm schon. Fuffi. Da sagen wir nicht nein. Zu einem Fuffi sagt man nie nein, Leute. Da, 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 da. Da, 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 da. So, und was wir machen können, ist das hier. Ist das hier. Und dann können wir mal hier rein. Und da ist auch noch eine Kiste. Mit einem Zwanni. Ja, da sind Gegner erschienen. Ist okay. Es gibt da noch so eine Sache, die ich machen würde, bevor ich zum Todesberg gehe. Eigentlich. Aber ich gehe jetzt erst zum Todesberg hoch, damit wir da einen Punkt haben, wo wir einen, ja, damit wir da einen, Dings hier. Die Steine kann ich zum Beispiel noch nicht hochheben. Aber die kann ich hochheben. Und die kann ich hochheben. Ja. Den Titanhandschuh haben wir halt leider noch nicht. War da was? Nein. Aber wir können jetzt Steine wegräumen, das ist cool. Putz. Stirb, stirb. Ja, geil. Ich mag übrigens A Link to the Past halt auch sehr gerne. So. Zack, zack. Ba, 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 ba. Und der Brillenfelsen spuckt. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Und das gibt immer wieder gutes Geld. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, mich dran zu erinnern, dass hier sogar ein Geheimnis ist. Dass hier sogar ein Secret ist. Ne, da ist nichts. Okay. Aber hier können wir mal sprengen. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Ah, Hilfe. So. Dann aktivieren wir den erstmal. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Ja, ich würde auch gerne mal speichern. So. Wir wollen ja aber noch hoch zu Heras Turm. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Du kannst im Pausenmenü das Spiel beenden. Wir wollen jetzt aber erst einmal nochmal nach Kakariko. Der Wahrsager hat zwar gesagt, dass du etwas, dass etwas Grünes. Jetzt mache ich dir aber nur Arbeit. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Leute, aber ich muss mal ganz kurz hier so. Full run. Muss ja auch mal sein. Auch während der Aufnahme. Na, professionell, ne?
So, was wollte Foxy hier aber jetzt in Kakariko? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was Foxy hier wollte. Vielleicht ein Herzteil holen? Klingt verlockend, oder? So ein Herzteil klingt doch erstmal verlockend. So. Sehr schön. Jetzt kommt der Kommentar. Was hast du da eigentlich gegessen? Was Leckeres. Leute. Ist echt sehr lecker. La. War ich eigentlich in diesem Haus jemals drin? Das war aber ein heftiges Beben, oder? Ich hoffe, die Hühner haben sich nicht zu sehr erschrocken. Oh, Link, hast du auch gut gefrühstückt? Ein Hühnerei gibt einem Kraft für den ganzen Tag. So. Und zwar ist das Mai Mai, ich kann es euch verraten, das ist da drin. In diesem Sandhaufen. Und da kommen wir leider noch nicht ran. In diesen Sandhaufen kommen wir leider noch nicht ran. So. Oguri, ich hoffe, du hast es gesehen. Okay. Da habe ich doch aber noch was gehört. Das ist da oben unter dem... Das ist da oben unter dem Stein. So. Das ist da oben unter dem Stein. Ja, ich finde in letzter Zeit einfach keinen Schlaf. Ich höre die ganze Zeit so ein komisches Quieken auf dem Dach. Das macht mich noch ganz verrückt. Ja, ich komme da halt aber leider nicht ran. Weil, wartet mal. Okay. Ging das nicht so irgendwie? Nee. Kriegen wir schon noch irgendwie raus. Bla bla bla. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum Todesberg. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum Todesberg. Bist du vielleicht etwas unsicher? Eigentlich nicht, nein. Bevor ich da oben reingehe, will ich erstmal da unten rein. Weil Kohle. Weil Kohle, Leute. Kohle ist nicht zu verachten. Part 8 ist das jetzt, ne? Verachten, Part 8. So, dann haben wir hier noch was. Feen, ich bin euer größter Feen. Wartet mal. Ich will immer auf Pause drücken für ein... für das Pausemenü. Für... Nein! Ficken. Das war jetzt kein Angebot, Leute, ne? Ich will's nur direkt... Ich will nur direkt mal Grenzen setzen, okay? Putsch. Und ab mit der Fee in eine Flasche. Nein, ich will nicht auf Pause drücken. Ich will den Hammer jetzt auswählen, weil es schneller geht als mit der Bombe. Und weil es stylischer ist. So, wie viele Rubine haben wir da drin? Gar keine, da ist ein Monsterherz drin. Diese Monsterzutaten können später auch noch wichtig sein. Vor allem, wenn das Geld knapp wird. Okay. Dann lass ich jetzt aber mal langsam in Richtung nach oben gehen. So. Okay. Und gut, dass ich den Hammer ausgewählt habe, denn so kann ich mir wenigstens Platz und Respekt verschaffen. Wenn ich den treffe. Na? Morphies. So,
So geht's natürlich auch. Patz. Hier können wir uns auch kurz reinstellen. Wir können uns die Kiste da holen. Da ist noch ein Monsterherz drin. Ja, nice. Okay, warten wir kurz. Und zack. Sehr schön. Moment mal, hier sind zwei Ausgänge. Ich würde gerne erstmal den unteren nehmen. Weil ich gucken will, wo wir da hinkommen. An einen doofen Punkt. Also gehen wir hoch an den oberen Punkt. Ah! Kommen wir jetzt zu diesem Mai Mai? Ja. Ich will auch eigentlich nur an die Kiste. Ich hoffe, du hast es gesehen, Oguri. So. Haben wir ein verehrtes Mai Mai gefunden. Da sind wir jetzt. Okay, sorry Leute. Schluck auf. Eieiei. Ja gut, dann muss ich da rein, ne? So. Erstmal hochheben, so. Ja. Hier rüber, okay. Hätten wir das auch mal? Ich will nur nach oben. Wow. Da ist so eine Tür, Leute. Die so dermaßen unnütz ist. Ich würde jetzt gern tatsächlich erstmal nach oben. Richtig umschauen. Können wir uns hier immer noch. Zack, zack. Und schon sind wir oben am Brillenfelsen. Und da hinten. Ah, die Tür ist nicht unnütz. Die Tür ist nicht unnütz. Da haben wir nämlich ein Herzteil erhalten. Wo geht's hier jetzt längs? Noch ein Stück weiter nach oben. Oh, eine Feenquelle. Nice. Okay, 5 Rubine. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Okay. Und jetzt geht's hier nach rechts. Und da müsste dann Heras Turm sein. Und genau hier wollen wir ja hin. Und an der Stelle speichern wir auch mal kurz. An dem neuen Wetterhahn. Alles klar, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part mal in diesen Turm rein. Und der ist echt cool. Der ist echt cool. Da müssen wir ganz weit nach oben. Alles klar. Bis dann und ciao. Ja, sorry, ich wollte noch ein bisschen abspacken.